Vor lauter Nvidia-Euphorie ist gestern ein bisschen untergegangen, dass ein FED-Mitglied im Grunde klar gemacht hat, wenn die Aktienmärkte steigen, dann werden die Zinsen nicht sinken können. Und klar, versetzen sich mal in die Lage der US-Notenbank, in eine solche Euphorie hinein die Zinsen zu senken, wäre pures Gift, denn faktisch werden die Leute ja immer wohlhabender auf dem Papier. Wenn sie ihre Aktienportfolios anschauen und eine Nvidia im Portfolio haben, dann haben die gestern richtig Geld dazu verdient gewissermaßen, sind also wohlhabender. Wer mehr hat, kann auch mehr ausgeben. Mit anderen Worten, die Nachfrage steigt. Wenn die Nachfrage steigt, dann steigt in der Regel auch das Potenzial für Inflation, das weiß die Fed, diesen Zusammenhang dürfte sie inzwischen erkannt haben. Also wäre es natürlich nicht gerade opportun, in eine solche Euphorie hinein die Zinsen zu senken. Und das ist die Botschaft, die man gestern seitens der US-Notenbank gegeben hat. Allein die Märkte waren auf Nvidia fokussiert. Wir wollen uns aber mal den Gesamtzusammenhang anschauen für diese Märkte. Das ist der Mann, der das gestern gesagt hat, Harker, der in der Fed so ein bisschen als Zentrum gilt in Sachen Meinungsspektrum zwischen Dovish und Hawkish, also zwischen Tauben und Falken. Er gilt so, naja, mehr oder weniger als jemand, der da in der Mitte ist. Und er hat gestern gesagt, ich finde, das größte Risiko wäre, jetzt zu früh die Zinsen zu senken. Hups, also nicht das größte Risiko, die Zinsen lange oben zu halten. Da haben ja nur zwei FED-Mitglieder davor gewarnt. Der Rest sieht es anders, wie kürzlich Nick Timiraos berichtet hat. Und dann aber der entscheidende Satz, if markets loosen financial conditions too much, the Fed will have to wait that. Also wenn die Finanzkonditionen sich weiter auflockern, dann muss die Fed das berücksichtigen. Gestern oder vorgestern war es, hatte Bowman ja gesagt, es ist definitiv nicht die Zeit oder nicht jetzt die Zeit, genauer gesagt, die Zinsen zu senken. Das sind relativ klare Hinweise an die Märkte. Und gucken wir uns hier mal an den Vergleich zwischen den Leitzinsen, die ja seit Juli 2023 stagnieren, also nicht mehr steigen, aber auch nicht fallen, und den Financial Conditions. Je weiter das hier nach unten geht, umso lockerer sind die Financial Conditions, und die sind tendenziell lockerer geworden, obwohl die Zinsen ja nicht gefallen sind. Und man könnte hier, wie dieser Kommentator auch sagen, was Sie über dem Chart sehen, je höher Nvidia geht, umso mehr FOMO ist am Start, the longer the Fed will sit on its hands and not cut rates, also so lange wird die Fed die Zinsen nicht senken können. Und was sind diese Financial Conditions? Das ist laut FED-Definition, die Sie hier oben markiert sehen, durchaus nicht nur der Aktienmarkt, aber der Aktienmarkt ist immer wichtiger geworden für diese Financial Conditions, weil seine Größe ja permanent steigt, weil mit neuen Allzeithochs die Marktkapitalisierung und damit die Bedeutung dieses Aktienmarktes auch für die Wirtschaft steigt. Manche sagen ja, eine Rezession kommt in den USA immer dann, wenn die Aktienmärkte crashen. Das wiederum führt dann zu einer Rezession, nicht eine Rezession zu einem Aktiencrash. However, hier sehen wir, da sind also noch ein paar andere Parameter neben den Aktienmärkten dabei. Stärke des US-Dollars, Market Volatility, Credit Spreads, also wie sind die Risikoprämien zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen oder Junk Bonds zum Beispiel, Long-Term Interest Rates, also langfristigen Kapitalmarktzinsen. Da sehen wir ja, die sind jetzt eher gestiegen. Also hier sehen wir mal eine Definition, zu der nicht nur Aktienmärkte gehören, aber wie gesagt, das wird immer wichtiger. Und wir hatten ja jetzt seit, naja, Herbst 2023 eine massive Lockerung der Financial Conditions. Das wirkt dann meistens verspätet, zwei Quartale verspätet, wie Sie hier in diesem Chart unten links sehen, in die Inflation hinein. Und jetzt hatten wir in Sachen Inflation viel heißere CPI-Zahlen, also die Headline-Inflationszahlen. Dann hatten wir heiße Erzeugerpreise. Wir sehen, der Ölpreis steigt. Wir sehen, die Renditen für 10-jährige Anleihen steigen. Die Unemployment Claims gehen nach unten. Also wir sehen nach wie vor stärker am Arbeitsmarkt, Erstanträge, Folgeanträge und US-Arbeitsmarktdaten. Und wenn wir uns dann die Aktienmärkte anschauen mit diesem Irrational Exuberance, wie hier ein Twitter-Kommentar schreibt, dann müsste die Fed eigentlich 25 Basispunkte die Zinsen anheben. Naja, so weit sind wir nicht, aber die Fed scheint langsam zu kapieren, dass das natürlich ein riesiger Fehler war, den Jerome Powell da völlig unnötigerweise im Dezember gemacht hatte, als er mehr oder weniger gesagt hat, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Das hat die Märkte
dann euphorisch gemacht, massive Zinssenkungen wurden eingepreist, 7 Stück, jetzt sind wir so bei 3 bis 4, eher 3, so wie es aktuell ausschaut, aber auf der Aktienseite haben wir jetzt den größten Marktkapitalisierungsgewinn in History auf US-Aktienmärkte. Hier sehen wir mal 277 Milliarden sind es jetzt zum Handelsschluss gewesen, deutlich mehr als Meta, und das ist ja auch keine 2 Wochen her. Also absoluter neuer Rekord, und das Ganze wurde dann nachbörslich noch krasser, da ist die Aktie nämlich weiter gestiegen, dann Schlusskurs nachbörslich fast 800. Nvidia hat jetzt eine höhere Marktkapitalisierung als das BIP von Kanada. Und alleine gestern haben wir nachbörslich, ich würde mal sagen, zwischenzeitlich war es 35, waren nochmal bestimmt 50 Milliarden Dollar, die wir jetzt hinzugewonnen haben. Damit ist praktisch Nvidia mehr wert als der komplette italienische Aktienmarkt. Mehr wert als Goldman Sachs, Boeing und Target zusammen. Also die Superlative sind extrem. Und die Magnificent Seven Aktien haben über 500 Milliarden hinzugewonnen gestern. Das ist der größte Zugewinn seit Ende 2022, und das vorwiegend deshalb, weil Nvidia eben bei der Guidance gesagt hat, ja, wir erwarten 2,1 Milliarden mehr Umsatz als zuvor prognostiziert. Das hat also dazu geführt, dass wir so viele Milliarden an Marktkapitalisierung gewonnen haben, sportlich, und zeigte eine gewisse Euphorie. Und so fragt auch hier dieser Twitter-Kommentar, dieser Chart schreit danach, dass die Fed die Zinsen senken muss. Na klar, gestern das erste Mal seit über einem Jahr der S&P 500 wieder mit einem Zugewinn von 2%, weil ja nicht nur Nvidia dann steigt, sondern eben andere Tech-Aktien, schwergewichtige Tech-Aktien auch mit steigen. Aber jetzt interessante Bemerkungen von Jason Gapford, der sagt, was gestern passiert ist, ist historisch wirklich absolut eine Ausnahme. Das letzte Mal, dass wir haben dreimal bisher gesehen, dass in den letzten mehr als 60 Jahren, dass der S&P 500 mehr als 2% gestiegen ist und weniger als 60% des Volumens in Rising Issues an der NYSE, an der New York Stock Exchange, geflossen sind. Das heißt, der Index ist über 2% im Plus, aber die Marktbreite ist nicht da, und er zeigt das hier 1987, 2008 und 2020, das sind ja bekanntlich durchaus wilde Jahre gewesen. Und auch beim Nasdaq, der ist 3% gestiegen und weniger als 55% der darin enthaltenen Aktien sind gestiegen. Das gab es nur in diesem Zeitraum in der Dotcom-Bubble zwischen 1999 und 2001. Also wir sehen schon rein von diesen Statistiken her diese blasenartige Bildung, die hier offenkundig der Fall ist. Alle sitzen auf Goldgruben, wie der Nvidia-Chef vorgestern gesagt hat. Das ist für mich, da klingeln es in den Ohren, da klingeln die Alarmglocken lichterloh, könnte man sagen. Fear and Greed Index jetzt bei 79. Wann hat der Nasdaq 100 ein neues Allzeithoch gemacht mit einem Gewinn von mehr als 3%. Das war am 22.03.2000. Das war so ziemlich das Top damals gewesen. Wir sehen Hedge Funds have never been longer Momentum and Magnificent Seven. Also die sind maximal auf der Längsseite in diesen Aktien, alle sind drin, dann wird es natürlich noch weiter steigen oder vielleicht nicht. Hier hat Adam Taggart, der viel beachtet wird in den USA aufgrund seiner Talkshow oder seinem Finanzformat mit illustren Gästen, hat hier nochmal erinnert an Scott McNeely von Sun Microsystems, der damals in der Dotcom-Blase den Investoren gesagt hat, Leute, mal ein bisschen Mathematik. Hier mein Unternehmen ist das 10-fache des Umsatzes bewertet und hat eben gesagt, ja, Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn, wenngleich die Marge bei Nvidia ja relativ gut ist mit über 70%, aber however. Und hat mal vorgerechnet, dass das totaler Schwachsinn ist. Jetzt haben wir Nvidia mit einem 40er und mehr Sales, das heißt, die Leute bezahlen mehr als das 40-fache des Jahresumsatzes, nicht Gewinns von Nvidia, auch wenn da natürlich hier viel Wachstum war und vielleicht auch Wachstum weiter ist, sind das Bewertungen, die extrem hoch sind, hin oder her. Und hier einer, der jetzt viel verkauft hat, das ist der Jeff Bezos.
der mehr als 8 Milliarden verkauft hat. Das hat der Amazon-Aktie nicht geschadet, die ja jetzt in den Dow Jones aufgenommen wurde, anstatt von Walgreens. Die Börsengeschichte zeigt übrigens, dass nach einer Aufnahme einer Aktie in den Dow Jones die Geschichte eher schlecht läuft, während die Aktie, die rausfällt, teilweise weniger schlecht performt. Aber wie auch immer, und das ist das Grundproblem, das wo wir hier haben, hatte ich diese Grafik schon gezeigt, meine Damen und Herren, oder habe ich die übersprungen? Die habe ich schon gezeigt. Deswegen hier nochmal der Jeff Bezos, den haben wir gehabt, aber hier sehen wir nochmal hier diese Differenz einerseits zwischen dem Nasdaq 100 und den Renditen. Hier sehen wir die 10-jährige oder 30-jährige US-Staatsanleihe im oberen Chart und den Nasdaq. Und wir sehen auf der unten, in der unteren Grafik sehen wir die Zinserwartungen. Also wo stehen die Zinsen Dezember 2024 und den Nasdaq? Und wir sehen die Erwartungen, dass die Zinsen sinken. Die fallen dramatisch, aber die Aktienmärkte, vor allem die Tech-Werte, steigen immer mehr. Und so sehen wir jetzt eine Buffett-Indicator-Relation von 185% und noch ein bisschen mehr gestern, weil ja ist etwas dazugekommen ist. Das heißt, der Aktienmarkt ist fast das Doppelte jetzt des BIPs der USA. 1929 waren es 88%, selbst in der Dotcom-Blase. Da waren es nur 136%. Also das sind so ein paar Anzeichen dafür, dass die Dinge sehr heiß gelaufen ist. Können wir weiter steigen? Na klar, in solchen euphorischen Situationen ist the sky nicht the limit. Das ist gar keine Frage, aber das ist doch auf dünnem Eis, auf dem man sich bewegt, zumal das US Equity Premium, das hatte ich gestern schon gezeigt, also das, was man als Ausgleich dafür bekommt, dass man Risiken eingeht, wenn man Aktien kauft, in Relation zu kurzlaufenden sicheren US-Staatspapieren, ist so gering wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Und hier sehen wir auch nochmal zur Marktbreite die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind. Da sind wir weit entfernt von den Hochs, die wir kürzlich gesehen hatten. Während der S&P 500 ja gestern ein neues Allzeithoch gemacht hat, hier sehen wir das mit diesem Schlusskurs unten im Chart sogar über dem Bollinger Band, passiert nicht allzu oft. Und hier sehen wir, dass wir hier weiter nach oben steigen, jetzt sozusagen nochmal einen neuen Trendkanal, obere Begrenzung erreicht haben. Und das in einer Situation, in der Deutschland in der Rezession ist, Japan in der Rezession ist, Großbritannien in der Rezession ist, China nicht so wirklich gut ökonomisch läuft, aber die USA irgendwann vielleicht auch mal eine Rezession bekommen. Das zumindest zeigen ja die Zinskurven. Aber dennoch alle Märkte mit Allzeithochs, Nikkei in Japan, erstmal seit den 90ern der DAX. Die Amis super gut, hier frische Zahlen oder respektive das BIP Deutschlands aus dem vierten Quartal jetzt bestätigt die Vorabschätzung mit minus 0,3%. Und wir sehen, es liegt vor allem am Slump in Investment. Wir sehen, dass die ausländischen Investitionen vor allem nicht der Fall sind. Die ziehen eher Gelder ab, als dass sie in Deutschland investieren. Das ist das große Problem. Investment ist das, was sozusagen hier nicht stattfindet, weil eben die Investoren sagen, ist mir zu unsicher, mit dieser Politik bin ich nicht einverstanden, mit diesen hohen Energiekosten. Ich habe hohe Personalkosten, ich habe hohe Unternehmenssteuern. Ich habe hier eine Vision eines Staates, die sozusagen mit planwirtschaftlichen Methoden eher durchgesetzt wird. Das alles sehen wir jetzt bei den BASF-Quartalszahlen heute Morgen. Nur der deutsche Standort ist richtig mies. Alle anderen laufen relativ gut, das sagt alles. Und dort hat Rainer Zittelmann sagt, für die geistige Verwirrung in Deutschland ist es charakteristisch, dass uns linke Ideologen wie Fratscher und Ulrike Herrmann täglich als Wirtschaftsexperten verkauft werden und eine Ricarda Lang in Talkshows ökonomische Weisheiten preisgibt. Und Stichwort Ulrike Herrmann, die ja einen Bestseller geschrieben hat, in der sie praktisch eine Art grünen Kommunismus vorschlägt. Wir müssen zurück in die 70er Jahre komplett verzichten. Wachstum ist nicht mehr, Autofahren ist nicht mehr und so weiter. Und ein solches Buch ist auf der Bestsellerliste, dann wissen wir, was hier mental schief läuft. Den Leuten geht es noch zu gut. Wenn es ihnen richtig dreckig geht, würden sie merken, was für ein Scheiß das ist. Der Sozialismus ist sozusagen die gleichmäßige Verteilung von Elend und das ist leider hier der Fall. Hier sehen wir mal Daniel Stelter mit dieser Grafik
Übersicht über die Länder, wo ein Degrowth-Buch, nämlich das von Ulrike Herrmann, auf der Bestsellerliste steht und Wirtschaftsminister sich am Anfang seiner Amtszeit offiziell von Wachstum als Ziel verabschiedet hat und glaubt, so ein Vorbild für andere beim Klimaschutz zu sein. Das ist das dann, was dabei rauskommt. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Jetzt sinken auch deutlich die Erwartungen, dass die EZB die Zinsen senkt, nachdem die Fed klare Signale gegeben hat, so viel wird das nicht werden, wie ihr euch vorgestellt habt. Das Ganze greift jetzt auch auf die EZB über. Wieso, weshalb, warum? Lesen Sie in diesem Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video verlinkt. Und nochmal der Hinweis, Dienstag 19 Uhr spreche ich mit Jens Czernowski, aber vor allem mit Marc Friedrich. Wer das sich antun will, der sollte sich hier anmelden mit dem Link, den ich unter das Video packe. Es sind nur 500 Plätze aufgrund dieser Softwarebeschränkung. Ich bin froh, wenn jemand die Übertragung macht und ich das nicht technisch organisieren muss als Tech-Nerd. Dementsprechend, wer da also dran interessiert ist, sollte sich möglichst zeitnah anmelden. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.